Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen was schaffen. Von wegen Arbeit. Sie sitzt nur rum und dreht Däumchen. Das kann ich auch. Ja, tust du ja auch. Höchstwahrscheinlich. Wenn die Bürger von Kuwak um ihr Leben fürchten, können sie hier um Hilfe rufen. Das hat mir schon so manchen Fluchtplan ruiniert. Dann drück drauf. Sei so mutig. Wird uns zwar jetzt noch nichts bringen, wenn wir noch nicht den starken Kaffee haben. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo, hallo. Funktioniert ja super. Na toll. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probier's später nochmal. So, was hat's mit dem Rohr auf sich? Darüber lassen sich die Häuser mit Wasser befüllen oder mit flüssigem Stickstoff, je nach Fluchtplan. Je nach Fluchtplan. Ja, dann beweg mal das Rohr. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass das bewegen kann. Und dann kriegt, wie heißt er nochmal? Ja, von unserem kleinen Freund die Wohnung, also Wenzels Haus, kriegt dann auch Dingens Wasser mal. Vielleicht hilft's uns was. Dann können wir vielleicht den Wasserhahn betätigen oder so. Mal gucken. Was hat das jetzt gebracht? Tritt halt nicht so fest. Naja, werde ich wohl noch nicht brauchen. In die Gasse. Jetzt können wir in die Gasse mal gehen. Hallo, in die Gasse. Hallo? Geh mal halt erst ins Dorfzentrum. In die Gasse. Oh, Menno. Das ist hier ein bisschen umständlich gerade gelöst gewesen. Ich habe in die Gasse drücken können, aber da wollte er nicht hin. So, was ist jetzt in dieser schönen Gasse? Einiges an Schönheiten. So, eine Glocke. Hey, warum arbeitet ihr nicht? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Das ist natürlich super. So. Sollte er nicht eigentlich die Rohrleitungen instand halten und Mülllawinen wegschaufeln? Fauler Sack. Jo. Dann reden wir mal eine Runde mit Hallo, ihm. Hanek. Ach, hier, Rufus. Rufus. Genau. Warum arbeitet ihr nicht? Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst, so wie du? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Hey, ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am Rumrennen. Sachen erledigen und besorgen und so. Na, dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Dann können wir nämlich auch weiterarbeiten. Ja, ist gut gesagt. Was treibt ihr da unten Was eigentlich? treibt ihr da unten eigentlich? Na, was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also nutzlos. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Ist da drüben, ist zufällig mein Schlüssel Ist dabei? zufällig mein Schlüssel dabei? Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Wenzel, oh, Toni. Schnutzipu. Schnutzipu. Schnutzipu? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipu. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Rot, blau, pink, mauve. Egal, pink. Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Ich schmiede Pläne, von hier wegzukommen. Ich liebe es Ballett. Ich höre gern Musik. Ich lese viel. Lass mich in Ruhe, das ist gut. Ich höre gern Musik. Nee. Ach komm, ich liebe Ich liebe Ballett. das Ballett. Volltreffer! Das wird Hey! dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipu. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch.
Dann kannst du nachts im Bett lesen. Der ist geil. Den muss man sich merken. Okay, den Trackerschlüssel haben wir. So, können hallo wir mit dir noch reden? Ah, hallo Schnutzipu. Schnutzipu kann er sich komischerweise merken. Ist da drüben dein Papagei? Ist das da drüben dein Papagei? Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Ich werfe mich weg. Das Spiel ist so geil. Ich ab und zu kann ich mich einfach nicht mehr zusammenreißen und muss einfach lachen. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Ja, aber das interessiert mich nicht. Ich habe schon eine Frau, die ich in den Stollen schicken kann. Und für zwei Frauen ist es da unten zu eng. Ach ja, L'amour. So. Bis bald. Tschüss, Schnutzibu. Ach, den Namen kannst du dir merken. Sieht so aus. Das ist ja... Lollis Kneipe. Papagei. Netter Papagei. Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Der Arme. Komm, sprich mit uns. Hallo. 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 Ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ignorier ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Mein Mann ist zwar fast taub, aber der Vogel hat ein sehr feines Gehör. Das würde mir Sorgen machen an seiner Stelle. An Hankes Stelle. Ja, diese Frauen immer. So, Papagei haben wir schon durch. Lollis Kneipe, gehen wir mal rein. Wir zischen unserem Bierchen. Ja, drückt nach vorne, zieht die Tür an sich. Aber das lassen wir mal. Ah, Rufus, ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Nicht ganz. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen, kostet viel Zeit und, Geld. Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super. Danke. Hochmotivierend. So, dann guckt man uns der mal arme an. Lonzo. Ohne mich wird er ganz schön aufgeschmissen sein. Ja, sicherlich. Du, Lonzo. Ja. Lang nicht gesehen, Lonzo. Lang nicht gesehen, Lonzo. Stimmt. Irgendwas Neues? Ach, komm schon. Das hier ist Kuwak. Hier passiert nie was Neues. Tja, ohne mich wäre hier echt tote Hose. Es gäbe weniger Explosionen. So das viel steht fest. Ja, schade für euch, gut, dass ich weggehe. Zum Heulen. Bekomme ich einen Schnaps? Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar. Sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Das hast du schön gesagt. Hast du von der Fremden gehört? Hast du von der Fremden gehört? Ja, aber es interessiert mich nicht. Sag jetzt nicht, dass du da mitmischen willst, wenn sich die Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen. Ach, du kennst mich doch. Ich bin immer in vorderster Reihe, wenn... Sich Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen? Genau. Also die ganze Dorfgemeinschaft hält jetzt nicht unbedingt viel von Rufus. So, was nehmen wir als nächstes? Toni nervt. Toni nervt. Sie hat da eine eigene Version. War sie etwa hier? Irgendjemand musste mir doch den Tisch ersetzen, den du gestern kaputt gemacht hast. Ja, das war eine fabelhafte Performance. Guck mich an, ich bin Toni. Mecker, mecker, mecker. Zeter, hader, zank, keif. Ach, ja, ich bin schon lässig. Ja, hast du zufällig etwas, das wach macht? Hast du zufällig etwas, das wach macht? Seit wann bestellst du denn Kaffee? Hast du wieder Tonis Maschine kaputt gemacht? Wie oft muss man dir denn noch sagen, dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern? Nein, es geht nicht um schnöden Kaffee. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Eine Art ultimativen Wachmacher. Oh ja, der wäre toll. Lonzo, alles klar? Okay,
Vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich gehe dann mal. Nein, nein, warte noch. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Oh, toll, ihr habt was. Das sieht absurd aus. Hau in die Tasten, Junge! Spiel dein Solo. Oh Mann, auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Hey, wow, du hast da Rohre, Tanks, Ventile, ein Ding. Es ist eine Espresso-Maschine, aber nicht irgendeine Espresso-Maschine. Ja, würde ich auch sagen. Ist die Mutter aller Espresso-Maschinen. Ich habe sie selbst frisiert. Und ihr Schleifen ins Haar gebunden. Genau. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Tja, sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube, es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Dann haben sie die Maschine zu lange angelassen. Verstehe. Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. Aber so sieht's aus. Ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen. Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolice bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. So, dann lies mal vor. Was für ein Gekrakel. Aber, na gut. Ich brauche klares, belebendes und energiereiches Wasser. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Nichts davon gibt es in Kuwak. Aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz. So. Ich glaube, die habe ich schon mal. Das ist schon mal keine Zutat für das Rezept. Okay. Ich finde, ich komme ganz gut voran. Okay, dann halt nicht. So, ich muss noch mal die Rezeptliste durchgucken. So. Energisches Wasser. Klares Wasser. Belebende Flüssigkeit. Wasser. Ach so. Heiße Bohnen. Schwarzes Pulver. Besondere Aufputschung. Kaffeepulver. Okay. Okay, okay, okay. Klares, belebendes und energiereiches Wasser. So, das kriegen wir doch irgendwo hin. So. Schild, dann Lörre, gucken wir uns das erstmal an. Das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Na, von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. So, und jetzt ein Steak. Das ist gut. Nimm's mit. Auch wenn man es sicherlich nicht brauchen werden kann. Oh, rotes Tuch. Hast du eine Präsentation? Könnte man hier und da noch etwas verbessern. Aber für einen Dilettanten wirklich bemerkenswert. Ja, dann nimm mit. Das ist mir ein rotes Tuch, also nimm mit. So, kann man sicherlich irgendwann mal brauchen, die Espresso-Maschine. Dartpfeil. Na klar, als könnte man mit dem Pfeil tatsächlich die Scheibe treffen. Dann nimm ihn. So, was haben wir hier noch? Nicht mehr viel. So. Tankdeckel. Okay. So ist hier nichts mehr dran. Geschlossenes Fach. Mach auf. Und da kommt wohl das Pulver rein. Aha, und was kommt der hier? Der ist dann wohl für das Wasser. Okay. Lonzo muss sehr lange auf diesen historischen Tag gewartet haben. Hätte er mich mal früher gefragt. Ja. Die Tasse ist noch leer, mit Betonung auf noch. So, dann müssen wir den Rest noch finden. Also sehr belebendes Wasser und...
Ja,